Herzlich willkommen zu einer neuen Delidax US Morning Ausgabe. Heute am Donnerstag, dem 27.01.2022. Gestern Abend ging es erneut hochvolatil zu. Über den Tag verteilt waren die Märkte zunächst positiv unterwegs. 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit folgte dann die Leitzinsentscheidung. Die US-Notenbank hat jedoch nicht an der Zinsschraube gedreht, dennoch natürlich wiederum eine Zinsanhebung bereits in Aussicht gestellt. Und in Summe die zusätzlichen Käufe weiter reduziert, alles irgendwo nach Plan. Wobei die Fed hätte vielleicht eben schon den ersten Schritt machen können, hat sich also noch etwas defensiver aufgestellt. Trotzdem sind dann die Märkte wieder abgerutscht. Aber das ist ein Szenario, welches wir bereits in den vergangenen Handelstagen stets haben beobachten können. Nämlich positiver Handelsverlauf und im späten Abendhandel wurden dann die Gewinne mitgenommen. Das heißt, die Profi-Anleger trauen eben dem Markt nicht, geben ihre Positionen eben in Richtung des Handelsschluss und so war es gestern auch wieder der Fall. Nach starken Kurserholungen sahen wir dann auch wieder einen kräftigen Kursrutsch. Nichtsdestotrotz, seitens der Charttechnik bleibt es interessant, 33,7, das ist die entscheidende Marke, das war mein Kursziel, abgearbeitet ist es und jetzt geht es eben darum, was passiert hier. Rutscht man nachhaltig darunter, weiteres Verkaufssignal, kann man sich in diesem Umfeld stabilisieren, wir sind deutlich überverkauft, könnte auch eine Kurserholung bevorstehen. Ähnliches Bild beim Technologieindex Nasdaq, Kurszielzone erreicht, jetzt geht es um die Stabilisierung, kann hier der Boden gebildet werden? Ja, dann vielleicht eine wirklich kräftige technische Erholung, gelingt es nicht, fällt man nachhaltig darunter, heißt unter 13,8, dann geht die Korrektur wohl auf direktem Wege weiter. Zu guter Letzt noch der Blick auf Salesforce, nochmals, ich betonte es stets, großes Ziel war eben der Bereich von bis zu 200 US-Dollar. Nach dem Trendbruch gab es das nächste Verkaufssignal, welches bislang auch hier übergeht. Salesforce gestern eben erneut mit 2% im Minus, die Stimmung auch hier gekippt. Auch hier sollte man weiterhin wachsam sein, denn das Kursziel könnte noch angelaufen werden. Aber wie ich finde, ist auch Salesforce mittlerweile wirklich ein sehr, sehr attraktiver Titel auf dem jetzigen Kursniveau. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag und freue mich natürlich, wenn Sie in der nächsten Ausgabe wieder vorbeischauen.